fröhliches Feiern in Diskos oder Festzelten. Das war längere Zeit für viele Jugendliche wegen des neuen Personalausweisgesetzes nicht mehr möglich. Die Veranstalter dürfen die Ausweise der unter 18-Jährigen nicht mehr einbehalten. Deshalb ist für viele Organisatoren das Risiko zu groß, Minderjährige auf ihren Events zu haben. Der Partypass soll dem jetzt Abhilfe schaffen. Meine Erfahrung sind, dass ein Jugendlicher sehr wohl seine Grenzen austestet, soll er auch austesten. Aber es sind leider immer wieder diese Fälle, dass zu viel getrunken wird, dass dann unter der Einwirkung von Alkohol Straftaten begangen werden, beim Nachhausegehen Vandalismus, Blumenkästen umgestoßen werden, dass andere angepöbelt werden und wenn sie dann nicht die richtige Antwort bringen, dann schlagen wir sie zusammen. Das heißt also, das sind die Probleme, mit denen wir dann als Polizisten zu tun haben und das wollen wir nicht und wir wollen auch den Jugendlichen helfen, weil das sind Straftaten und Straftaten belasten auch im weiteren Leben an Jugendlichen, weil der nun mal Eintragungen auch hat. Um solche Straftaten zu vermeiden und die Jugendlichen mehr einzubeziehen, gibt es eben den Partypass. Man kann ihn ganz einfach im Internet ausfüllen und ausdrucken. Im Jahr 2012 wurde das schon um die 20.000 Mal im Allgäuer Raum in Anspruch genommen. Beim Besuch einer Veranstaltung wird der Partypass einfach mit dem Personalausweis vorgelegt. Dann steht der Party bis Mitternacht nichts mehr im Weg. Wer jedoch trotzdem länger bleibt und seinen Partypass nicht abholt, der hat mit Konsequenzen zu rechnen. Wenn ein Jugendlicher länger auf der Veranstaltung bleibt und dann seinen Partypass nicht abholt, der an der Kasse zurückbleibt, dann geht dieser Partypass an die jeweilige Gemeinde oder Stadtverwaltung und die jeweilige Gemeinde oder Stadtverwaltung wird dann diesen Partypass den Eltern zurückschicken mit einem Begleitschreiben, wo man die Eltern nochmal darauf hinweist, dass doch der Sohn oder die Tochter bitte schön die Jugendschutzbestimmungen einhalten möge. Daten würden dabei nicht gespeichert, so Stegmann. Jedoch falle es in kleineren Gemeinden schon auf, wenn ein Name mehrmals vorkomme. Um den Partypass bei den Jugendlichen, aber auch bei den Veranstaltern weiter bekannt zu machen, gibt es jetzt einen Radiospot. Der wird auf das neue RSA-Radio und Radio Galaxy zu hören sein. Man hat dafür zwei bekannte Gesichter aus dem Wintersport als Werbeträger herangezogen, Stefan Luitz und Tina Geiger. Der Partypass soll den Jugendlichen ermöglichen, wieder ein Teil der Partyszene zu sein. Ganz nach dem Motto, Feste feiern, Jugendschutz einhalten.